als wir in den Himmel sagten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der heutigen Debatte wollen wir ein starkes Zeichen gegen den Antiziganismus setzen. Wir tun das, weil es nach unserer Überzeugung in unserer Gesellschaft keinen Platz für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, für Vorurteile und Herabwürdigungen geben darf. Wir stehen in der Pflicht, weil Antiziganismus, Anfeindungen gegen Sinti und Roma, antiziganistische Straftaten zur bitteren Realität gehören, vor der wir nicht wegsehen dürfen. Und er ist kein neues Phänomen. Er begleitet die Geschichte unseres Landes seit Jahrhunderten wie ein dunkler Fleck. Sinti und Roma leben seit 600 Jahren in unserem Land als Nachbarn und Freunde. Sie haben aber im Lauf der Geschichte allzu oft erfahren müssen, dass sie behandelt werden, als ob sie nicht dazugehören würden. Diese Ausgrenzungen wurden unternommen mit schablonenhaften Herabwürdigungen oder wild romantischen Beschreibungen. Klar ist, dass sie stets ein grobes Zerrbild der Wirklichkeit war und im Kern nichts anderes ist als stereotyper Rassismus. Und dem stellen wir uns entgegen. Das Eintreten gegen Antiziganismus erwächst auch aus der besonderen historischen Verantwortung unseres Landes. Während der Zeit des Nationalsozialismus sind insgesamt 500.000 Roma und Sinti deportiert, entrechtet und ermordet worden. Diesen weiteren Völkermord nennen die Roma Pogromos. Es war der Versuch der planmäßigen Vernichtung des Volkes der Roma und Sinti aus reinem Rassenwahn. Und dieses dunkle, bittere Kapitel unserer Geschichte, ja, da möchte ich jedem beipflichten, der sagt, dass wir vielleicht zu wenig darüber geforscht, dass zu viel geschwiegen und dass zu wenig darüber gesprochen wurde. Und es ist richtig, dass auch diese Erinnerung viel stärker in das Licht der Geschichte gerückt wird. Und das sind die Zeichen der jüngeren Vergangenheit sehr ermutigend. Die Rede von Sony Weiss im Jahr 2011 hier von diesem Rednerpult im Deutschen Bundestag oder die Errichtung des Denkmals für die ermordeten Roma und Sinti im Jahr 2012 gleich hier um die Ecke an einer prominenten Stelle in Berlin. Wir müssen aber die Erinnerung weiter wachhalten und dürfen die Vergangenheit nicht ruhen lassen. Das hängt auch damit zusammen, dass wir die Lebenssituation der Roma und Sinti auch heute in ganz Europa in den Blick nehmen müssen. Etwa 12 Millionen Menschen leben als Minderheit der Roma und Sinti in Europa. Und ja, zur Wirklichkeit gehört auch, dass einige davon von Armut betroffen sind, von Wohnverhältnissen, die wir verbessern müssen, und von fehlendem Zugang zu Bildung. Wir dürfen aber nicht den Fehler begehen, es allein bei diesen Beschreibungen zu belassen. Armut und Ausgrenzung darf nicht die einzige Realität sein, die andere von Roma und Sinti sehen. Das würde darauf führen, dass wir die Menschen darauf reduzieren. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen zwar einerseits Armut bekämpfen und Bildung in den Vordergrund rücken, aber wir müssen auch sprechen, und zwar viel stärker, über die vielfältigen kulturellen Errungenschaften, über das, wie Roma und Sinti Europa in den letzten Jahrzehnten und letzten Jahrhunderten auch bereichert haben. Darüber müssen wir reden. Und das muss auch ein wichtiger Teil dieser Expertenkommission werden. Meine Damen und Herren, die Debatte ist heute wichtig, weil ein Grundsatz im Mittelpunkt steht. Die Möglichkeiten und die Beurteilung eines Menschen darf niemals nach der Herkunft oder nach der Ethnie geschehen, sondern allein das, was er für die Gesellschaft tun kann und dass er insbesondere individuell seine eigene Würde hat. Und wir debattieren deswegen heute auch, weil wir wissen, dass jeder Mensch diese unverwechselbare Würde hat und dass wir diese Würde auch verteidigen. Und überall dort, wo Handlungsbedarf besteht, werden wir diesen Handlungsbedarf auch annehmen. Und deswegen ist es richtig, dass wir einen Dreiklang vornehmen.
Zum einen die Erinnerung wachhalten, Diskriminierung bekämpfen, aber auch die Kultur fördern. Und da ist diese Expertenkommission wichtig. Wir wollen, dass diese Arbeit gemeinsam auf europäischer Ebene, auf Bundesebene und mit den Vertretern vonstatten geht, weil wir letzten Endes damit auch ein ganz wichtiges Werk für uns selbst vollbringen, nämlich für die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben und wie gehen wir mit unserem eigenen kulturellen Erbe um. Deswegen empfehle ich die Annahme unseres Antrags. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Ulrich. Als letzte Rednerin hat die Kollegin Gabriele Heinrich, SPD-Fraktion, das Wort.